Hallo zusammen, ich freue mich, euch zum zweiten Vortrag aus dem Clubraum begrüßen zu können. Und zwar werden Sophia Ding und Belinda Müller sprechen über AI-Fairness, Berichte aus der Praxis. Sie beschäftigen sich beide mit KI beruflich und der gesellschaftliche Aspekt ist ihnen wichtig, haben sie mir erzählt. Sie stellen sich im Vortrag noch genauer vor, deswegen sage ich jetzt nicht mehr, sondern freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank. Dankeschön, Andreas. Dann, Belinda, fangen wir doch mal an. Ich wollte dir eigentlich erzählen, ich war letztes Wochenende zu Hause in Deutschland, weil meine Schwester ist 30 geworden. Und wir haben so eine Tradition, es gibt immer Geburtstags-Weißwurst-Frühstück. Ich komme aus Bayern, das merkt man vielleicht. Und bei dem Frühstück hat meine Schwester mir erzählt von einem Artikel, den sie gelesen hat und in dem es um die angebliche Diskriminierung von Frauen durch die Apple Card bei der Kreditvergabe ging. Und sie meinte dann, hey Sophia, also deine Kollegin Belinda und du, ihr arbeitet doch zum Thema vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Was denkt ihr denn so darüber? Und ich dachte, mega cool, lass uns doch diesen Use Case nehmen und überlegen, was wir eigentlich aus der Praxis gelernt haben und was das für diesen Use Case konkret bedeutet. Was meinst du? Das klingt super spannend. Lass uns das gerne mal durchsprechen. Vielleicht können wir das so ein bisschen strukturiert angehen und uns verschiedene Aspekte anschauen. Also ich denke da zum Beispiel an die ethische Perspektive, an die Gesetzeslage, vielleicht auch die gesellschaftliche Sicht und wie man das Ganze quantitativ analysiert. Aber erzähl doch erstmal, um was es genau geht. Okay, das mache ich total gerne. Also, Apple Card. Das ist ein Produkt, das 2019 auf den Markt gekommen ist und was eigentlich eine Kreditkarte ist, die von Apple in Kooperation mit Goldman Sachs herausgebracht worden ist, weil wir alle wissen, Apple ist keine Bank und kann eigentlich keine Kredite vergeben. Das ist ein Produkt, was vor allem für Nutzer von Apple-Produkten sehr, sehr praktisch war. Man konnte das irgendwie verbinden mit dem iPhone und es gab irgendwelche Cashback-Vorteile. Also es gab einen riesen Hype darum, erst im Positiven und dann ein paar Monate später im Negativen. Denn den Tweet, den wir hier sehen, der ist publik geworden und ist dann ziemlich schnell auch viral gegangen. Also da ging es darum, dass gesagt wurde, also das war ein Nutzer, DHH, der gesagt hat, hey, meine Frau und ich, wir haben ein gemeinsames Konto, wir reichen zusammen unsere Steuererklärung ein. Also wir haben die gleichen finanziellen Grundlagen. Warum bekommt meine Frau einen 20-fach niedrigeren Kreditrahmen als ich? Das macht keinen Sinn. Und andere Leute sind dann sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen, unter anderem Steve Wozniak, einer der Co-Founder von Apple, die eben Ähnliches festgestellt haben. Es gab dann eben entsprechend, wenn etwas viral geht, sehr viele negative Schlagzeilen, so wie diese. Und im Endeffekt sogar eine Untersuchung von dem Fall durch das New York State Department of Financial Services. Und die sind dann letztendlich auf den Schluss gekommen, dass eben keine Diskriminierung durch die Apple Card vorliegt. Das kam in einem Bericht letztes Jahr raus. Und jetzt die Frage, Belinda, lass uns noch mal kurz so ein Rewind machen. Was ist eigentlich potenziell das Problem hier? Also ich habe Folgendes verstanden. Die Kreditrahmen, die Apple vergibt mit seiner Apple Card, die basieren auf einem Vorschlag von einem KI-basierten System. Und diese Kreditrahmen sind in gewisser Weise diskriminierend gegenüber Frauen. So der Vorwurf zumindest. Mhm. Das habe ich verstanden. Hat deine Schwester noch was dazu gesagt? Ja, nicht nur meine Schwester, meine ganze Familie. Wir sind alle sehr diskussionsfreudig und bei so einem Frühstück geht es dann auch mal hoch her. Habt ihr ein paar Statements mitgebracht, die ich gesammelt habe? Also zum einen zum Beispiel, Männer sollten im Schnitt keinen höheren Kreditrahmen bekommen als Frauen. Oder auch sowas wie, hey, ganz ehrlich, jemand sollte Apple einfach verklagen. Oder man muss sich einfach die Kennzahlen anschauen. Also, ne, wir haben alle was Quantitatives studiert, deswegen Kennzahlen ganz wichtig. Oder aber auch, wenn ein KI-System nicht hundertprozentig fair ist, dann sollten wir es nicht einsetzen.
wir aus unserer Erfahrung, was denken wir so darüber, wenn wir solche Statements hören? Also ich finde es erstmal super spannend, was da für Punkte aufgekommen sind. Definitiv keine Morgenmuffel in deiner Familie beim Frühstück. Wir haben ja in unserer Arbeit verschiedene KI-Systeme auditiert. Mhm. Wir haben uns eine Datenethikstrategie angeschaut bei Kunden. Und da sind dann so ein paar mehr Pünktchen noch aufgekommen, die ich da gerne mal noch beisteuern möchte. Voila. Ui. Belinda, das sind jetzt nicht ein paar mehr Punkte, das ist wirklich total viel, was wir hier potenziell besprechen könnten. Lass uns doch mal, wie du vorhin auch schon vorgeschlagen hast, strukturiert daran gehen. Und ich würde sagen, du hast ein paar Perspektiven genannt, ethische Perspektive, quantitative Messung, juristische Perspektive. Lass uns anfangen mit der ethischen Perspektive. Warum? Mit neuen Technologien ist es eben so, dass sehr, sehr häufig die gesetzlichen Grundlagen noch gar nicht so schnell nachgekommen sind, wie sich eben die Technologie entwickelt hat. Das heißt, auch heute wird sehr häufig eben der Bezug zur Ethik gemacht, wenn wir über KI sprechen, weil es eben aktuell noch keine spezifische, zum Beispiel KI-Regulation gibt. Es gibt Entwürfe auf verschiedenen Ebenen, aber eben noch nichts Konkretes. Und deswegen würden wir gerne, oder würde ich vorschlagen, fangen wir mit dieser Brille mal an. Und ich würde auch vorschlagen, wir fangen mal mit einer richtig einfachen Frage an. Was bedeutet Fairness überhaupt? Also du hörst die Ironie in meiner Stimme, ne? So, lass uns mit dem Use Case starten. Also was wir hier sehen, ist Frau Fischer. Frau Fischer hat super solide finanzielle Grundlagen. Frau Fischer möchte eine Kreditkarte, also eine Apple Card beantragen und füllt, wie man das so macht, diesen Fragebogen aus, also das Anmeldeformular, schickt vielleicht noch einen Bankauszug mit. Das Ganze geht dann an das Kreditinstitut. Das ist keine Schokolade, das ist ein Datenset. Und beim Kreditinstitut wird entschieden, wie auch immer, also sei das jetzt durch einen Algorithmus, sei das durch eine KI, sei das durch einen menschlichen Entscheider, was die Kreditwürdigkeit, was der Kreditrahmen ist, gegeben der vermuteten Kreditwürdigkeit von Frau Fischer. Wenn diese aufgrund der guten finanziellen Grundlagen, also wenn das einen hohen Kreditrahmen bedeutet, dann ist das aus unserer Sicht eine korrekte Entscheidung. Wenn aber Frau Fischer, obwohl sie super gute finanzielle Grundlagen hat und wirklich eine tolle Kreditwürdigkeit, einen niedrigen Kreditrahmen bekommt, dann wäre das aus unserer Sicht eine inkorrekte Entscheidung. Okay, und wie kriegen wir jetzt den Zusammenhang zu dem Fairness-Thema hin? Genau. Lass uns da doch mal einfach eine Ebene höher gehen und ein bisschen abstrahieren. Wir schauen uns mal zwei verschiedene Gruppen an. Links sehen wir drei Frauen, eine Gruppe von Frauen. Rechts sehen wir eine Gruppe von Männern. Darüber sehen wir angezeigt die jeweiligen finanziellen Grundlagen. Also gut oder schlecht, hoch oder niedrig. Dann haben wir hier unser Kreditinstitut, das die Kreditrahmen vergibt. Und wir sehen hier, das entspricht ungefähr dem, was wir an den finanziellen Grundlagen sehen. Das heißt, wir würden hier sagen, in allen Fällen trifft das Kreditinstitut die korrekte Entscheidung. Aber nur weil es korrekt ist, ist es deswegen auch fair? Hm. Die Antwort ist jein. Es kommt drauf an. Es gibt verschiedene Argumentationen. Wir fangen mal an mit der ersten Argumentation. Hier sagen wir, bei den Frauen sind es 33%, die einen hohen Kreditrahmen bekommen. Bei den Männern hingegen sind es 67%. Da könnte man jetzt sagen, das ist irgendwie unfair, weil wenn es fair wäre, hätten wir einen gleichen Anteil an hohen oder niedrigen Kreditrahmen bei Frauen und Männern. Oder in anderen Worten, Männer sollten im Schnitt keinen höheren Kreditrahmen bekommen als Frauen. Man könnte das aber auch anders betrachten und sagen, wir nehmen diese ungleiche Verteilung bei den Kreditrahmen in Kauf, solange Personen bei gleicher Kreditwürdigkeit die gleiche Behandlung bekommen. In anderen Worten, Frauen und Männer sollten den gleichen Kreditrahmen bekommen, wenn sie die gleichen finanziellen Grundlagen haben.
kurz gesagt heißt es, Fairness ist nicht gleich Fairness. Okay, das macht total viel Sinn und ist auch etwas, was wir in diesem Apple Card Case sehen. Dort wurden nämlich zum Beispiel in diesem Untersuchungsbericht wurden auch zwei verschiedene Fairness-Kriterien, sage ich jetzt mal, herangezogen. Also einmal die Frage, wurde bei der Entscheidung über den Kreditrahmen das Geschlecht überhaupt als Information genutzt? Und als zweites Kriterium, können wir davon ausgehen, dass Personen mit gleicher Kreditwürdigkeit eben einen gleichen Kreditrahmen erhalten? Also auch da eben nicht eine Definition, die da eine Rolle spielt. Wir haben jetzt über die ethische Perspektive gesprochen und man könnte jetzt dazu verleitet sein zu denken, naja, diese ethischen Fragen, das sollte einfach ein Ethiker oder eine Ethikerin klären. Wir haben aber in unserer Praxis, also in der Arbeit, festgestellt, es braucht das Wissen von ganz verschiedenen Expertinnen und Experten und natürlich einen gesamthaftigen Stakeholder-Dialog, um diese schwierigen Fragen adressieren zu können. Das heißt, neben dem Ethiker und die Ethik oder die Ethikerin, die eben eine solche Diskussion moderieren könnte, ist es extrem wichtig, zum Beispiel Personen zu haben, die den Geschäftsprozess, also den Kreditvergabeprozess gut kennen, aber auch eben Personen, die das angewandte KI-System gut kennen, um dieses Wissen einfließen zu lassen in die Diskussion. Genau, jetzt haben wir uns angeschaut, okay, es gibt verschiedene Fairness-Definitionen. Wie messen wir jetzt das Ganze eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir können diese verschiedenen Fairness-Auffassungen direkt übersetzen in statistische Kennzahlen. Die schlechte Nachricht ist, es gibt einen ganzen Zoo von diesen Kennzahlen und die unterscheiden sich alle nur in kleinen Nuancen in ihrer Bedeutung. Es ist also gar nicht so leicht herauszufinden, welche Kennzahl man wirklich braucht. Das Ganze ist auch Gegenstand aktueller Forschung und wir haben selbst viel Zeit damit verbracht, verschiedene Metriken auszuwählen. Ich möchte einfach mal hier noch als Beispiel zeigen, die beiden Auffassungen, die wir eben gesehen haben, und wie die sich übersetzen lassen, nämlich die erste Auffassung würde der statistischen Parität entsprechen und die andere Auffassung einer Parität der Fehlerrate. So, selbst wenn wir die Kennzahl gefunden haben, ist das Problem noch nicht erledigt, denn es gibt noch einige technische Feinheiten. Unter anderem muss man verschiedene Annahmen treffen in der quantitativen Analyse, die wiederum die Aussagekraft dieser Kennzahlen einschränken. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Eine Frage, die wir uns stellen, ist, welche Gruppen vergleichen wir überhaupt? Also vergleichen wir Frauen und Männer oder vergleichen wir beispielsweise Subgruppen davon? Dann, was machen wir mit kleinen Gruppen? Es ist so, wenn wir wenig Datenpunkte haben, dann wird die statistische Analyse generell ungenauer. Es sind aber gerade die Minoritäten, von denen wir wenig Datenpunkte haben, die aber ein hohes Risiko haben, diskriminiert zu werden. Und ab wann ist ein Unterschied überhaupt signifikant und relevant? Man sieht oft, dass die Kennzahlen dafür hergenommen werden, so eine Art Fairness-Ampel zu gestalten. Rot-Grün, fair, unfair, unfair, fair. Und es ist aber nicht ganz klar, ab welchem Wert springt denn die Ampel von Rot auf Grün oder von Grün auf Rot? Okay, das ist jetzt was, das erinnert mich auch wieder an unseren Use Case von Anfang an. Also auch im Fall der Apple Card war es nämlich so, dass man die Bewertung der Fairness in dem Evaluationsbericht zumindest mal in Frage stellen kann. Weil wenn du dich erinnerst, es ging ja um das Thema, wird das Geschlecht in die Entscheidung bezüglich der Kreditwürdigkeit mit einbezogen. Also wird sozusagen diese Information an das System gefüttert. Und die Begutachter kamen zu dem Schluss, dass eben diese Information dadurch, dass sie nicht an das System gefüttert wird, nicht relevant ist, nicht genutzt wird und deswegen alles fein sei. In den letzten Wochen ist etwas auch in den Medien immer wieder publik geworden, nämlich das Thema Proxy-Variablen. Also der Punkt, dass bestimmte Informationen zwar weggelassen werden können, aber durch andere Informationen, in unserem Fall zum Beispiel so etwas wie die Berufsgruppe oder das Bildungsniveau,
indirekt doch wieder Rückschlüsse durch erlauben könnten auf das Geschlecht. Und deshalb ist in einem solchen Fall eben auch immer ein bisschen in Frage zu stellen, wie diese Fairness-Evaluation überhaupt durchgeführt worden ist und ob sie nicht vielleicht auch eben, wie du gesagt hast, gewisse Schwächen mit sich bringt. Genau. Und jetzt für die quantitative Perspektive, jetzt könnten wir auch wieder denken, wen brauchen wir denn, um das zu machen? Sind das die Data Scientists? Und auch hier haben wir festgestellt, klar, es reicht nicht aus, einen Experten, eine Expertin aus dem Bereich Data Science zu haben, sondern es braucht wiederum Personen, die sich sehr gut mit den Geschäftsprozessen auskennen. Denn diese schwierigen Entscheidungen im Rahmen der quantitativen Analyse, die kann ein Data Scientist alleine teilweise gar nicht beantworten. Es braucht wirklich die Fachkenntnis über den jeweiligen Anwendungsfall. Genau, und jetzt, sag mal, es gab doch noch das Thema mit der rechtlichen Perspektive. Absolut. Da möchte ich auch nochmal aufgreifen, was beim Frühstück gesagt wurde, nämlich jemand sollte Apple verklagen. Wenn wir uns wirklich schützen möchten gegen Diskriminierung, dann reicht eben eine ethische Analyse nicht aus, sondern wir müssen uns das Gesetz anschauen, denn schließlich ist nur das Gesetz verpflichtend. Es gibt leider keine automatische Schlussfolgerung von dieser ethischen Fairness-Ampel, die wir gesehen haben, auf eine Diskriminierung im rechtlichen Sinne. Warum ist das so? Zum einen ist es so, dass wir haben gesehen, es gibt verschiedene Auffassungen von Fairness. Und es kann natürlich sein, dass die Auffassung, die im Gesetz verankert ist, eben nicht dem entspricht, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Zum anderen ist es so, dass aktuell nicht klar ist, welche Fairness-Kennzahlen für welche rechtlichen Urteile verwendet werden können und ob sie überhaupt verwendet werden können. Tatsache ist, dass wir uns die Gesetze deswegen ganz genau anschauen müssen, um einzuschätzen, ob ein Gesetzesverstoß vorliegt. Genau, also in der Schweiz zum Beispiel ist es ja so, dass private Unternehmen nicht an die Bundesverfassung gebunden sind, die wiederum ein sehr konkretes Diskriminierungsverbot enthält. Das heißt, Privatunternehmen sind wiederum nur an Spezialgesetze gebunden, das heißt so etwas wie das Datenschutzgesetz oder ein potenzielles zukünftiges Spezialgesetz über Algorithmen oder KI, beziehungsweise über das jeweilige Sachrecht. Ja. Es gibt da zugegebenermaßen echt noch ein paar Lücken in den rechtlichen Grundlagen, weil das Ganze eben gerade in der Entwicklung ist. Das wird gerade erst geschaffen. Es ist auch noch ein Problem in der juristischen Einschätzung, dass diese KI-Algorithmen teilweise schwer zu verstehen sind. Man nennt das sogenannten Blackboxes. Und es ist selbst für Expertinnen und Experten teilweise schwierig, je nach Algorithmus, aber bei bestimmten Algorithmen ist es schwierig zu verstehen, wie der Algorithmus zu seiner Entscheidung kommt. Und im Falle des Anwendungsfalls, den wir uns jetzt hier betrachten, gibt es zum Glück eigentlich eine ganz einfache Antwort auf dieses Thema. Denn im Bereich der Kreditvergabe gibt es in den USA sowohl auf föderaler Ebene als auch auf Ebene des Bundesstaates New York eben die sogenannten Fair Lending Laws and Regulations. Und das heißt, dort ging es wirklich um einen möglichen Gesetzesverstoß und eine Diskriminierung potenziell im rechtlichen Sinne. Genau. Und ich meine, also jetzt langsam wird es wahrscheinlich langweilig, wenn ich immer wieder diesen Punkt mache, aber auch da ist es so, diese juristischen Fragen können JuristInnen nicht alleine beantworten, sondern auch hier, gerade weil es sich um neue Technologien handelt, ist eben der Austausch mit denjenigen Personen, die diese Technologien und ihre Funktionsweise am besten kennen, extrem wichtig und auch wiederum das Verständnis über den Anwendungsfall und den Prozess. Aber ich glaube, Belinda, wir hatten noch einen letzten Punkt. Was war das nochmal? Das war die gesellschaftliche Perspektive. Genau. Hier auch nochmal ein Zitat vom Frühstück. Wenn ein KI-System nicht hundertprozentig fair ist, dann sollten wir es nicht einsetzen. Ich bin nicht ganz einverstanden damit. Schauen wir uns mal dieses Beispiel an. Wir sehen hier links, in dem Beispiel werden ganz klar Frauen benachteiligt. Eigentlich hätten wir gerne ein Entscheidungssystem, das so entscheidet, nämlich hundertprozentig fair. Wie kommen wir jetzt dahin? Naja, wir haben unser KI-System.
Aber diese unfairen Entscheidungen müssen nicht unbedingt in der Technologie begründet liegen, sondern es kann natürlich auch unfaire Entscheidungen in einem regelbasierten System geben oder bei menschlichen Entscheidungsträgern. Die Frage ist also wirklich, ob durch den Einsatz von KI eine Verbesserung in der Fairness entsteht. Und das Ganze ist nicht a priori klar, sondern das muss gezielt geprüft und getestet werden. Wichtig für mich ist noch, dass wir uns immer mal wieder vor Augen führen, welche Ansprüche wir haben. Ob wir vielleicht höhere oder sogar niedrigere Ansprüche an ein KI-System haben, verglichen zu menschlichen oder regelbasierten Systemen. Das ist auch etwas, was eben in der Praxis total relevant ist, weil wenn wir jetzt auf den Case, also von der Apple Card zurückgehen, dann gab es ja auch früher schon sogenannte Credit Scoring Algorithms, also Algorithmen, die die Kreditwürdigkeit schätzen, basierend auf statistischen Methoden. Das war dann vielleicht noch kein Machine Learning, keine KI, aber doch in irgendeiner Form ein System, das eben auch datengestützt war. Und wenn wir da noch einen Schritt zurückgehen, ich meine, wie wurden Kredite vergeben? Naja, das war eine Person, die hat beurteilt, ob die Person, die ihm oder ihr gegenüber sitzt, basierend darauf, wie sie aussieht, wie sie reagiert, welchen Hintergrund sie hat, kreditwürdig ist oder nicht. Und auch da gibt es natürlich gewisse Biases, die wir alle in uns tragen. Und ich glaube, diese Frage ist extrem komplex. Also was ist eigentlich der sinnvolle Maßstab, gegen was vergleichen wir? Und ich glaube, das waren jetzt echt ein paar richtig spannende Punkte. Was meinst du, also jetzt, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an unsere Anfangssituation mit dem Frühstück? Was glaubst du, was würdest du deiner Familie sagen, wenn du nochmal die gleiche Situation hättest? Also, ich würde wahrscheinlich folgende vier Punkte mitgeben wollen. Nämlich einmal das Thema, die relevanten Definitionen von Fairness, die müssen breit abgestützt sein. Und zwar möglichst aus einem Stakeholder-Dialog mit möglichst vielen diversen Stakeholdern. Denn wie du gesagt hast, ne, Fairness ist nicht gleich Fairness. Dann als zweites ist mir total wichtig der Punkt, dass eben eine reine Analyse der Kennzahlen überhaupt nicht aussagekräftig ist. Also es braucht eine Interpretation dieser Zahlen basierend auf technischem Fachwissen und auch ethischem Expertinnenwissen, um das Ganze einzuordnen. Und es müssen auch Schwächen in der Evaluationsmethode dieser Kennzahlen betrachtet werden. Dann ganz klar auch der Punkt, nur weil es eine messbare Ungleichheit gibt oder eine messbare Ungleichbehandlung, bedeutet das nicht automatisch, dass auch eine Diskriminierung im juristischen Sinne vorliegt. Und letztendlich noch das Thema, dass wir vielleicht nicht versuchen sollten, soziale Probleme mit technischen Mitteln oder mit rein technischen Mitteln zu lösen, uns gleichzeitig aber überlegen sollten, inwiefern vielleicht technische Mittel dabei helfen können, auch soziale Probleme zu identifizieren. Also das mal so als Food for Thought. Und dann noch ganz kurz die Auflösung zu dem Apple-Fall. Also letztendlich wurde ja herausgefunden oder wurde bestätigt, dass es keine Diskriminierung im juristischen Sinne in diesem Fall gab. Und was wurde da unter anderem gemacht? Es wurde sich angeschaut, ob eben die Kreditwürdigkeit dieser verschiedenen Ehepaare wirklich identisch war. Und dort hat man festgestellt, naja, die eine oder andere Person hatte dann vielleicht doch noch irgendwo den Namen auf einer Hypothek, die andere nicht hatte. Das heißt, im Endeffekt war da dann der Punkt, dass man gesagt hat, das war überhaupt nicht eine identische Kreditwürdigkeit und deswegen lässt sich ganz gut erklären, warum es diese unterschiedlichen Kreditrahmen gab. Also eigentlich die Objektivierung durch einen Audit des Systems von subjektiven Wahrnehmungen von einem Algorithmus, der eben komplett als Blackbox in der öffentlichen Wahrnehmung rübergekommen ist. Genau. Und jetzt, glaube ich, stehen wir noch zur Diskussion zur Verfügung. Also falls ihr zu Hause an euren Computern Lust habt, mit uns zu sprechen, wir sind dann später noch in diesem Breakout-Session-Room und ich glaube, falls ihr Fragen habt, dann dürfen wir die jetzt beantworten.
Ja, gern. Ich sehe jetzt im Chat noch keine Frage. Es kann sein, dass ich was verpasst habe, weil ich war zwischendrin disconnected. Also falls ihr eine Frage im Chat gepostet habt, bitte schreibt sie doch nochmal, wiederholt sie doch mal, damit ich sie dann weitergeben kann. Also ich habe noch eine, vielleicht aus dem Kontext eben auch von dem, aus dem Kontext des ADM-Themas. Mhm. Damit man solche Untersuchungen machen kann, braucht es ja dann wahrscheinlich ziemlich weitgehende Transparenzanforderungen. Wie seht ihr das oder wie erlebt ihr das in der Praxis? Mhm. Also was definitiv der Fall ist, ist, dass eine detaillierte Kenntnis der technischen Grundlagen extrem wichtig ist, um überhaupt eine Evaluation durchführen zu können. Also wir hatten in dem einen Fall, den wir untersucht haben, das Glück, dass wir ein System untersucht haben, wo wir in sehr engem Austausch mit den Machern bereits standen. Und da ist uns eben aufgefallen, wie relevant es ist, dass man wirklich versteht, was passiert da. Und jemand, der als externe Person reinkommt, hat natürlich nicht die gleichen Insights wie eine Person, die daran gearbeitet hat. Und das heißt, der Dialog muss extrem gut funktionieren. Es gibt was, also von der Audit-Perspektive gibt es verschiedene Ansätze, wie man etwas auditieren kann, was man nicht nachvollziehen kann. Aber ich glaube, das macht einen Riesenfass auf. Das ist etwas, wo wir aktuell auch noch also uns quasi in der angewandten Forschung befinden und überlegen, wie wir das gut machen können. Aber das ist definitiv eine Riesenherausforderung. Ja, jetzt ist da eine Frage reingekommen. Ich lese die mal vor. Mhm. Gibt es schon Projekte zum Crowd-Monitoring von KI-Fairness in der Schweiz, die Daten gerne von besorgten Bürgerinnen sammeln, sowie das OpenSchufa-Projekt in Deutschland? Mhm. Mir persönlich ist nichts bekannt. Ich weiß nicht, ob du was gehört hast. Aber das ist sicherlich eine super Frage an die Kolleginnen von Algorithm Watch, die, glaube ich, morgen noch einen Vortrag haben werden, weil, also wenn das jemand weiß, dann bestimmt diejenigen Kolleginnen, genau. Gut, ja, müssen wir dann denken, es weiterzugehen. Unbedingt. Ja, um den Leuten noch Zeit zu geben, noch vielleicht noch eine Frage zu tippen. Wir hätten schon noch Zeit. Ich habe jetzt gerade diese Woche einen Artikel gelesen. Mhm. Da gibt es, ich glaube, von in USA gibt es so ein Statement von Aktivistinnen, dass das so sinngemäß sagt, wenn ihr über uns redet, dann müsst ihr auch mit uns reden. Mhm. Und dann also gibt es solche Überlegungen auch im KI-Fairness-Bereich, also beziehungsweise wenn man so Algorithmen, Entscheidungssysteme auditiert, evaluiert, bezieht man dann auch Betroffene mit ein oder gehört die nicht zu den Magst Stakeholdern du die Frage nehmen? Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig. Wie wir schon gesagt haben am Anfang, es ist wichtig, dass man wirklich alle Stakeholder an den Tisch bringt, weil gerade auch die Sichtweise von den Entwicklern oder von dem Institut, die das KI-System einsetzt, die unterscheidet sich gegebenenfalls stark von der Sichtweise der Endnutzer oder der Konsumenten. Und von dem her, ich glaube, es ist essentiell, dass man eben beide Perspektiven hat. Weil vielleicht bei der Einrichtung, die das System einsetzt, eben noch andere Interessen im Spiel sind und dass es dann vielleicht Interessenkonflikte geben könnte. Ja, und zum Beispiel in den letzten Jahren sind verschiedene Frameworks auch entstanden, zum Beispiel zur Risikoevaluation von KI-Systemen, ganz unterschiedlicher Art und auch von unterschiedlichen internationalen Organisationen zum Beispiel, von Stiftungen, aber auch von teilweise aus dem privaten Bereich. Und ich glaube, dort durch die Bank wird gesagt, dass der Stakeholder-Dialog extrem wichtig ist. Also gerade aus dem Grund, den du auch genannt hast. Also es geht ja um bei dem Thema AI-Fairness, und das ist auch etwas, was wir in unserer Arbeit irgendwann realisiert haben, wessen Fairness, also fair für wen eigentlich? Und bei Fairness in dem allgemeinen Sinne geht es ja eigentlich immer um die Nutzer und Nutzerinnen und nicht irgendwie Fairness für
die Firma, die das System einsetzt oder so. Also das ist nochmal eine andere Perspektive. Aber wir haben festgestellt, dass man das vielleicht möglicherweise schnell verwechseln kann. Für wen macht man das eigentlich? Genau. Ja. Gut, dann schließe ich mich dem Chat hier an. Also der oder diejenige sagt, vielen Dank für den exzellenten Vortrag. Dankeschön. Ich frage morgen Danke. Nochmals nach. Ja, schließe mich dem auch an. Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Und die beiden sind, wenn der Wunsch besteht, habt ihr euch bereit erklärt, noch im Big Button Raum noch weitere Fragen zu beantworten oder zu diskutieren. Genau. Wir gehen jetzt dann rüber, es dauert noch ein paar Minuten, aber dann, ja, also falls ihr noch Lust habt, die beiden direkt irgendwas zu fragen oder zu kommentieren, dann ja, in ein paar Minuten sind wir dran. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.